Aber ich werde das so machen, dass ich eh immer eine extra Verabschiedung machen werde. Ne? Also da wird jetzt nicht irgendwie. Ne? Achso, jetzt können wir gerade mal. Warte mal. Pisten. Pisten. So. Wir brauchen aber mehr Pisten. Das heißt, wir brauchen noch mehr Eisen. Ne? Da können wir erstmal direkt hier. Guck mal, 11 Stück können wir einschmelzen. Das ist schon mal gut. Wir brauchen auch noch einen Hebel. Mal gerade gucken, ist der hier auch drin? Da, Hebel. Stockstein. Ich hab. Oh mein Gott, ich spiele zu viel Dingens. Zu viel Creative Mode, ne? Stockstein, so, Hebel. Brauchen wir auch noch. Dann können wir eigentlich schon runtergehen. Die Überlegung ist nämlich hier. Hm. Muss ich gerade einmal überleben. Nee, wir können ja so machen, ne? So. Genau. Jetzt wird er nur nicht zurückgeholt. Ist nicht schlimm. So. Die Idee dahinter ist nämlich, wenn jemand mir folgt und springt hier rein. Ja? Also ich springe hier rein, der springt auch hier rein. Ich mache direkt so und dann bam, 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 bam. Weil dann landet er nämlich auf Stein und nicht auf Wasser. Das ist nämlich die Idee dahinter. Die Hühnchen und die Hühnchen. Was? Hat da jemand Tiere vermehrt? Vermehre zwei Tiere. War das nicht die Biene und die Blume und nicht die Hühnchen und die Blümchen? Okay, das ist auf jeden Fall schon mal meine erste Idee. Das ist schon mal ganz gut, denke ich. Wir können auch die andere Trapdoor drüber machen. So. Nein. Ist das doof? So, genau. Dann kannst du flupp und weg. Oben müssen wir auf jeden Fall noch verstecken mit unterschiedlichen Dingen. So, für die Pisten brauchen wir jetzt. Wir brauchen auch noch Holz. Wir brauchen auch noch dies. Wir brauchen auch noch jenes. Okay. Machen wir alles. Wie gesagt, wir haben Zeit. Wir sind die einzigen, glaube ich. Oder wir sind die, die hier. Oh, da haben wir noch Holz. Wir sind die, die am wenigsten hier gehetzt sind, eigentlich. Weil wir haben gut vorgearbeitet mit der Zeit. Hm. So. Klar. 8 Stück reichen aber nicht. Oder? Hab da eine Idee. Müssen wir auch noch alle connecten. Und die müssten eigentlich alle mit Slime sein. Schwierig. Wir lassen es erstmal dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie genau wir das machen sollen. Ich muss da offscreen mal ein bisschen gucken. Hallo, ist hier wer? Ist hier wer? Das Witzige ist, ich weiß jetzt in etwa, wo der Joe wohnt. Ich könnte eigentlich direkt losjagen. Aber ich werde es mal nicht tun. Hm, Essen brauchen wir gleich noch, ne? Wir haben nur noch eins hier. Aber Holz nehmen wir auch gleich noch mit. Und Setzlinge brauchen wir auch noch. Da ist noch eine Höhle. Ich wünschte, ich würde eher wissen, wo die anderen sind. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein. Ich schaue mir die anderen Folgen nicht an. Ich möchte nicht gespoilert werden. Ich möchte nicht wissen, wo die anderen wohnen. Weißt du, das ist billig. Das ist richtig billo. Das will ich alles gar nicht wissen. Ich möchte das herausfinden. So, ich trinke mal gerade einen Schluck aus dieser famosen Weihnachtspasse, die es bald nicht mehr gibt. So, leuchten. Wo? Ist so weit weg, ich sehe die gar nicht. Da hinten ist ein Wolf. Oh, haben wir Knochen? Nee, aber da könnten wir uns eine kleine Wolf-Armee besorgen. Danke. Leuchten ist jetzt wieder weg, man sieht es nicht, das ist zu weit weg. Danke. Danke. Ich brauche Knochen. Ich brauche Knochen für eine Hundi-Armee. Hundi! Also eine Wauwau-Armee. Darf man nicht Hundi sagen, das ist so Copyright bei Herr Erik Range. Dann immer so ein bisschen... Hast du geklaut? Mein Gott, es ist ein Hund.
Hier müssen irgendwo Skelette sein. Skeletterinos. Tschüss, danke. Ich töte einfach alles, die spawnen eh wieder. Aber diese Folge, also jetzt die Folgen werden eher ein bisschen ruhiger. Wir haben am Anfang echt losgelegt. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, hier ist gar nichts. Scheiß Spiel. brauche unbedingt einen Knochen. Ich brauche ein Skelett. Das Skelett, das macht es wett. Habe ich jetzt eigentlich zu Hause noch Knochen gehabt? Guck mal, vielleicht finden wir unterwegs wen. Also jetzt würde ich erstmal gerne gerade einfach nach Knochen gucken, nach Skeletten, nach Eisen, nach dies. Hobbygärtner, wie alle anfangen zu gärtnern. Ich habe gar keinen Bock zu gärtnern. Was ist das denn hier? Ich suche auch immer Konstrukte, die sehr künstlich aussehen. Ja, da könnten wir auf jeden Fall runter hopsen. Ja, komm, wir hopsen da mal runter. Komm, wir machen das mal. Das Eisen nehmen wir schon mal mit. Hier. So, so. Wobei wir jetzt gar nicht so viel... Naja, egal, wir haben ja alles dabei, um uns ein Notfallcamp zu machen. Wenn wir irgendwie keine Pickaxe mehr haben oder so, dann können wir uns da ein Notfallcamp machen. Alles gut. Heilige Mutter Maria. Oh, was ist das denn da? Oh. Hä? Guck mal, da, weg, da, weg, da, weg. Okay. Sehr merkwürdig. Hä? Voll geil. Voll gut irgendwie. Da ist Lapis, aber Lapis bringt uns gar nichts. Da ist nochmal Eisen. Und ich hätte gerne... Ja, die Erfahrung könnten wir eigentlich nehmen, aber gut. Nicht so wild. Ach, ich habe die Kiste draußen noch gar nicht richtig versteckt, ne? Das wollte ich auch noch machen. Da müssen wir mal gucken. Ich darf mich hier nicht zu sehr verlaufen, ne? Ich muss auch wieder nach Hause finden. Oh Mann. Jetzt bin ich wieder voll im Beatbox-Modus. So, hier lang. Mal gerade mal. Ja, oh, noch ein bisschen Eisen, das ist gut. Eisen ist immer gut. Weil wir brauchen ohnehin direkt wir brauchen so ein extra Set zu Hause, wenn wir sterben. Wir müssen da ja auch noch ein Bett hinmachen und so, ne? Wenn wir sterben, spawnen wir ja noch nicht wieder da. Ist ja noch so ein bisschen das Problem. Da ist noch Gold. Ich glaube, Gold braucht man, um Uhren zu craften. Wenn Uhren bald dazukommen, sollten wir ja Gold sammeln. Hi, danke und tschüss. Überall Wasser, man kann sich einfach kein Meter bewegen. Jo, danke. Hat ja gleich ein bisschen Platz für uns gemacht. Brauchen wir uns da nicht drum kümmern. Da oben ist eine Spinne. Aber eigentlich suche ich ja ein Skelett. Aber da ist auch noch Eisen. Oh, hi. So. Können auch noch TNT-Fallen machen, ne? Die wir so mit Stolperdraht auslösen oder so. So. Die Sache ist halt immer die, wenn wir die Leute nicht selber töten, dann kriegen wir die Zeit nicht gut geschrieben. Und das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen sollte man die immer eher andamagen und dann gucken, dass man die tötet. Das ist, glaube ich, immer sinnvoller. Komm, schwimmen wir mal wieder rauf. Ich glaube, wir werden draußen schneller fündig. Wenn es mal dunkel draußen ist, geht das, glaube ich, schneller. Okay, da ist draußen. Wollte schon sagen, ey, das ist so mega groß hier. Das ist echt nicht so gut. Au. Hier sind wir hergekommen, genau. Weil hier sind wir einfach reingejumpt. So. Dann gucken wir einfach hier mal. Jupp, 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 jupp. Ey. Direkt über meinen Kopf, ist aber nicht nett. Och.
Holz nehme ich auch gleich mit. So, wunderbar. Was ist hier für ein komisches Gebilde? Sieht auch sehr merkwürdig aus. Ich suche doch nur ein Skelett. Für eine Hundearmee. Ich will eine Hundearmee. Hundearmee. Oh je. Wir müssen erstmal gucken, dass wir ein Bett zusammenkriegen, weil wir sind so weit gelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wiederfinden, wenn wir sterben. Ich habe keinen Bock zu sterben. Aber hier sind leider keine Schafe. Hier sind Hühner, Kühe, Schweine, Hunde. Können wir nicht einfach den Hunden so ein bisschen das Fell scheren und dann daraus irgendwie Wolle machen oder so? Danke. 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 Alter, ich glaube, meine Nachbarn drehen schon wieder ab. Voll laut. Immer dasselbe mit denen. Aber in einem halben Jahr ziehen wir um, dann ist doch alles gut. So, jetzt wird's dunkel. Dann kommt Tag 5. Das ist schon wieder der letzte Tag für die Aufnahme. Ging dann sehr schnell, muss ich sagen. Also es macht schon Spaß. Passiert zwar jetzt diese Aufnahmerunde nicht allzu viel, aber wir gehen ja auch nicht auf Suche, ne? Wir sind ja hier... wir planen ja so ein bisschen für uns, ne? Das ist ja auch okay, das kann man ja auch machen. Ich bringe nur gerade mal das Fleisch runter und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns eine Hundi-Armee machen. Die parken wir einfach geheim in der Bude, weißt du, wenn jemand reinkommt, zack, bam! Das könnten wir eigentlich schon zumachen hier, ne? Das da unten funktioniert ja, das ist ja kein Problem. Ja, nur wenn wir in der Not abhauen wollen. Darunter kommt man dran, das ist schon mal gut. Dann haben wir Fleisch, dann hauen wir hier mal das rein. Achso, ja, könnten wir eigentlich... Naja, komm, gib mal her. Nam, 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 nam. Manche mögen es heiß. Ein Eimer mit Lava. Na gut, das haben wir auch schon, ne? Eimer mit Lava haben wir auch dabei. Den können wir auch mal auf dem zweiten Slot tun, falls jemand kommt und wir den einfach anzünden können. Brauchen wir auch noch einen Eimer für Wasser, damit wir uns löschen, falls uns jemand anzündet. Achso, warte, ich muss erstmal... Und dann gucken wir mal. Also, für die Zukunft ist halt geplant, dass das Ganze hier so ein bisschen ein Mix aus Craft Attack und Varo wird. Also irgendwie so eine Kombination. Eigentlich eine ganz coole Idee ist. Aber das ist halt nicht so schwer, nicht so einfach umzusetzen. So schwer. So, hauen wir da noch Eisen rein. Aber eine weiße Wolle. Wir brauchen aber mehr weiße Wolle, definitiv. Naja, jetzt gucken wir mal, ob wir Skelette finden für unsere kleine Hundearmee. Können wir Hunde eigentlich auch so vermehren? Ja, ne? Kannst du auch einfach füttern und zack und bam und schon schnick, schnack, schnubblidab. Hast du da kleine Hundebabys, ne? Wenn die da so ein bisschen Bang Bang gemacht haben, dann gibt's ein bisschen Hundis Hundis. Aber da so ist Natur der Dinge. Da braucht man jetzt gar nicht denken, das ist schmutzig und Glas, was erzählst du da? Das ist der ganz normale Weg der Dinge. Man macht ein bisschen Schnacksel, Schnacksel und 9 Monate später kommen da kleine Babys, Babys raus. Hier sind Hunde und ich will unbedingt Knochen für diese Hunde. Unbedingt. Müssen noch irgendwo Skelette sein, Mann. Da habe ich doch was gesehen. War da ein Spieler? Ich habe da irgendwas flitzen sehen. Leuchten und ich sehe es immer noch nicht. Bin jetzt schon weiter oben, aber ich sehe niemanden leuchten. Das liegt, glaube ich, einfach an diesen... der Joe hat eingestellt, dass man nur 6 Chunks weit sehen kann. Und deswegen bringt das Leuchten, glaube ich, einfach mal gar nichts. Ja. Aber im Gegensatz zur ersten Aufnahme geht jetzt so langsam wenigstens die Zeit mal runter. Da ist ein Creeper. Leuchten. Leuchten. Hier leuchtet ja nichts. Ist Schluss? Nein, Tag 5 noch. Alter! Ultrax kann auch den Chat nicht lesen. So. Alter, das war mal...
War mal lang. Also, weit geflogen. TNT hätte ich auch noch gerne. Und noch Schafe. Und noch, Knochenmann. Da. Geil. Knochen? Gar nichts? Aua! Gib mir Knochen. Dann war's okay. Knochen! Juhu! Und, Pfeile nehme ich auch. Machen wir weg hier. Also läuft der einfach neben einem so ganz gechillt. So, hallo. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie hätte ich gar keinen Bock zu checken hier so bei dem Projekt. So, weißt du, so Fragen zu stellen und so weiter. Das ist so ein bisschen so, Ich meine, die Angaben an sich sind ja okay, sind ja gegeben, sind klar. Aber ansonsten. Hallo, guck mal, da ist der Kindergarten. Da kommt der Kindergarten. Hallo Kindergarten, alles gut. Gleich wirst du ein Drowner. Gleich wirst du ein Drowner. Gleich ertrinkst du. Und dann bist du tot. Und dann ist alles vorbei. Komm, ertrink mal jetzt. Wir sind in der 1.13.2. Da müsste ein Drowner draus werden. Und wenn ich Glück habe, haben die einen Speer dabei. Brrr, kommt der nächste. Ertrink jetzt, los. Ertrink jetzt. Hallo. Dauert ganz schön lange. Die sind so richtig langsam unter Wasser, ne? Aber könnten die mal ertrinken? Weiß nicht, ertrinken die nicht? Sehr merkwürdig. Warte mal. Lag? Mega Lag? Ich glaube, jemand ist in den Nether oder so gegangen. Mega Lag? Um Gottes Willen. Oh, ist ein Ertrunkener draus geworden. Geil. Geil, aber die haben keinen Speer dabei. Schade. So, ich habe erstmal ein paar Knochen, das soll mir erstmal reichen. Ich will die Hunde füttern. So. Gibt es hier noch mehr Knochen? Nein. Schade eigentlich. Hallo, gib mal dein Bacon. Danke. Danke für dein Bacon. Achso, das kann ich behalten. Eier können wir wegtun. Danke für dein Bacon, weil wir brauchen nicht groß kochen, machen, tun. Es reicht Steaks, Schweinefleisch etc. Vollkommen genug, mehr brauchen wir gar nicht. Tut mir leid an alle Veganer und Tierliebhaber, aber das hier ist ja nur virtuell. Ja, kein echtes Tier, ne? Ja, alles gut. Noch mehr Knochen! Irgendwie ist die Map ganz schön groß. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Idiot. So, Entschuldigung. Aber es war so passend. Wir haben nur 3 Knochen von den ganzen Skeletten. Voll der Mist. Da oben sind auch noch welche. Gut. Offhand. Hier ist wieder dieses komische Gebilde. Das ist schon mal gut. Dann weiß ich wenigstens, wo wir sind. Da sind nämlich die Hunde da. Gesehen? Hier ist schon mal einer. Hallo! Guck mal, ich habe Knochen. Yeah! Allerbeste Freunde. Ja, Leute, jetzt geht's los. Ich mache mir eine fette Köterarmee. Und dann könnt ihr zusehen, was ihr macht, ja? Ihr werdet einfach zerfleischt von meinen Meistern der Natur. Aber ich muss die immer mitnehmen, ne? Weil wenn ich die zu Hause lasse und da guckt jemand vorbei, dann kann er die einfach weghauen. Oder stehen die von alleine auf. Ja, die Erfahrung ist mir egal. Weil bei 10 Sekunden ist das wirklich wurscht. Hier waren Skelette da.
Knochen! Pfeile nehme ich auch, aber ich brauche Knochen! Plus 10 Sekunden. Yay! Vorbei! Entschuldigung! Entschuldigung! Wow, wow, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ah, guck mal hier. Papa, Papa, bitteschön. Träum was Schönes? Was denn träum was Schönes? Ändere dann wieder Einstiegs... Ach so, okay. Alles gut. Haben wir jetzt Knochen? Nein, haben wir natürlich nicht. Ich brauche Knochen, Mann. Und Schafe natürlich auch. Kommst du? Oh, hab ich den hingesetzt? Oder? Ach nee, da ist er ja schon. Der war schneller als ich, okay. Der wusste vorher schon, wo ich hingehen wollte. Er ist ein Magier. So. Schwupps. Oh, ja, schon wieder 9 Uhr. Das geht echt schnell. Da habe ich doch was gehört. Da habe ich doch was gehört. Da drüben ist ein Pferd. Pferd könnten wir uns eigentlich auch noch besorgen. Aber wir kommen nicht an den Sattel. Ne? Sattel kann man nicht craften, glaube ich, oder? Wie war das? Miau, hallo. So, kommst du rein? Ach, da ist er, guck mal. Ja, feiner Wauwau. Ja, feiner Wauwau. Oh, der ist so toll. Machen wir mal so und so. Den kann man auch mal rausholen. Und hier eigentlich auch mal ein bisschen random Kram reintun. Eisen rausholen und auch da reintun. Ah, warte mal. Wir haben hier Fleisch und hier Eisen. Okay. Okidoki. Weißt du, was wir eigentlich machen können? Wir könnten eigentlich später... Was ist hier drin? Ihr Schwert, Helm. Okay. Das Ganze. Ich will mein... Ich hätte gerne ein Bett weiter unten. Ein Bett weiter unten. Und da auch direkt eine Safety-Chest, ne? So. Weißt du? Wobei, das Bett muss nicht mal weiter unten sein. Das ist ja auch egal. Aber... Ich glaube, mein Hund wehrt sich, ne? Der wehrt sich, wenn der von irgendwem angegriffen wird. Ich glaube, dann wehrt er sich. Das Problem ist nur, dass wir jetzt nicht so Fraktionen sind, wo der dann wirklich einfach direkt drauf losgeht, wenn der einen Gegner sieht. Das passiert nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben gar kein Essen mitgenommen und nichts. Wir sollten vielleicht nochmal nach Hause. Achtung, die Aufnahmesession endet. Treffen danach in Talk 42. Jojo, alles gut. Alles gut. Dieses Mal waren wir ja ruhig. Hallo! Ja, feiner Bobo. Willst du was zu essen haben? Guck mal, kann ich dir gleich geben, wenn du willst. Wenn du willst, kriegst du gleich was. Happa, happa. Und Papa, Nappa. Hat ja auch gleich gesagt. Oh, Leute, was denn los? Ja, das ist auch schon mal gut. Wir hatten aber auch noch Diamanten, ne? Ich habe ehrlich gesagt... Die Zeit wurde angehalten. Tag 5. Und damit war es das für diese Aufnahme. Ich sag vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin. Ciao mit V.